Jo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Grand Fantasia. Also ist ja ein kleines, na ja, Let's Play würde ich das nicht nennen, aber ja, ich bin ja schon mal in der Charakterstellung. Ja, weil ich jetzt schon seit längerem ein Teil von wie heißt Fidelity bin, oh mein Gott. Ja, was soll ich zu sagen, weil ich jetzt schon, ja, ne, wie ist der? Nein, jetzt hätte ich mir gedacht, jetzt müsste ich endlich auch mal damit anfangen, dass ich endlich mal Let's Playe, aber, ne, bin ich dazu gekommen, oder wie, ich hat's einfach nur nicht interessiert, ich weiß es nicht. Aber jetzt bin ich endlich so weit, bin drinnen und erstelle mir hier schon mal wieder einen Charakter, ich weiß gar nicht, was ich jetzt werden will. Oh Mann, ey, ich weiß nicht, was ich werden will. Ja, also wie ihr seht, werde ich weiblich das öfteste, könnt ihr euch schon mal einstellen, dass ich jetzt eigentlich bei jedem Spiel, das ich spielen werde, wenn es weiblich zur Auswahl gibt, weiblich sein werde. Und ich nenne mich, ich weiß nicht, mal sehen, ob das dann vergeben ist, und den nenne ich einfach Akamaru. Maroje, das ist bestimmt noch nicht vergeben. Ah, was scheiße, das will ich jetzt werden? Na, jetzt habe ich nicht drauf gesehen. Ich denke, ich habe eine Magierin, einen Heiler, ja. Krieger, denke ich mal, oder? Nee, Krieger ist eine langweilige Klasse. Ich werde Bogenschütze. Ja, ich mach so. Ja, Dreadlocks. Oder dicke Haare. Ah. Da ist wohl jemand von Skype angekommen bei mir. Aber egal. Ich weiß gar nicht, welche Augen ich nehmen will. Ich denke, ich nehme die. Und lila. So. Also lila ist schon mal, dass ihr es wisst, nicht meine Lieblingsfarbe. Meine Lieblingsfarbe ist schwarz. Oder weiß. Oder bunt. Ja, bunt ist auch eine Farbe. Okay, mal sehen. Ist der genau vergeben? Nein, ist keine mehr vergeben. Also das werde ich überspringen, denn das ist eine scheiß Szene, die einfach nur schlecht animiert ist und einfach gar nichts kann. Ja, das wollte ich einfach nur mal gesagt haben. Ich habe jetzt keine Ahnung, ich habe die Zeit übersehen. Mal gucken, wartet einen Moment. Ich habe vor 3-4 Minuten angefangen. Oh Mann, lass mich kurz überlegen. Ich kann keine Mathe mehr. Ja, okay. Dann werde ich jetzt noch bis... ja, sehe ich dann einfach. Okay. Dann geht schon mal los, ne? Und so. Ja, Leute. Es ist eigentlich jeder, der ein MMO kennt, der weiß, wie ein MMO aufgebaut ist und wird es einfach, ne? Wisst ihr schon. Also. Ich werde erstmal meine Schnellleiste sortieren, denn ich hasse es, wie es ja am Anfang sortiert ist. Das ist reiner Bullshit, wenn ihr mich fragt. Ups, ich bin es nicht gewöhnt. WSD. Okay, WSD. Wow, creepy. Creepy vor allem. Ich habe einen Quest, sehr gut. Ich denke, ich werde mit dem Ausstellen. Ich wollte gerade irgendwas tun. Leute, helft mir. Okay, danke. Ich wollte das tun, damit ich das hier so machen kann und das hier so und das hier so. Ich das hier hinschieben kann und dann erstmal einen Poker öffnen und ihm. Ups, nein. Damit das hier reinschiebe. Sammeln, Bogen braucht Holz, oder? Ja, richtig. Deswegen werde ich schürfen. Ja, ich weiß man. What the fuck? Das ist neu. Dass ihr gleich am Anfang so viel schifft. Ich habe nämlich das Halloween-Event sozusagen verpennt. Deswegen bin ich leicht im Rückstand mit allem. Und, ne. Ja. Ist leicht problematisch jetzt. Aber ich hab's gleich. Leute, wartet. Ich hab's gleich. Und so. So. Dann hätte ich gesagt, dann fangen wir gleich mal an. Also ihr könnt hier mal in die Kommentare schreiben, welche Themen ich ansprechen soll und wie es eigentlich so geht. Wie ihr wisst, ich weiß nicht, ob ihr das weißt, aber könnte sein, dass ihr es weißt, haben wir gerade Schularbeiten gehabt.
Und Deutsch haben wir schon gehabt. Jetzt haben wir dann nur noch Mathe und Englisch. Englisch, nein, Englisch haben wir auch schon gehabt. Wir kommen ja morgen zurück. Jetzt bleibt nur noch Mathe offen und Mathe haben wir am Montag, glaube ich. Heute ist übrigens. Was für ein Tag ist heute? Heute ist Montag. Ja, heute ist der vierte. Der vierte, keine Ahnung was. Und ja, also ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr schon von mir haltet, was ihr von meiner Stimme haltet, wie ich so rüberkomme, ob ich eher so assi rüberkomme oder so recht nett. Ihr könnt immer so kleine Feststellungen in die Kommentare über mich schreiben und ich kann sie euch dann bejahen oder beneinen. Beneinen? Ach, ich weiß es nicht. Tut mir leid, Leute. Ich bin ein bisschen dumm so. Oh ja, das bin ich wohl. Okay. Was wollen wir? Magie, natürlich von den Bogenschützen sind AT. Angriff. Glaube ich. Keine Ahnung. Bitte schlag mich nicht. Holz. Jawohl. Dort, wo es reit. Mein Englisch war es der Yellow from the Egg. So, wir sind ja eigentlich schon Level 3 schon. Okay, das geht jetzt schneller als gedacht. Also nur zur Info, ich werde wahrscheinlich bis Level 30 spielen. Dann wird das eher nur noch so eine kleine Gelegenheitssache. Weiter werde ich es am Anfang auch nicht schaffen. Einfach weil das zu viel ist. Ihr habt wirklich keine Ahnung. Ich habe einen Charakter für 32 und weiter habe ich dann nicht mehr gespielt, was einfach nur eine, weil ich einfach nur behindert ist. Ja. Mehr gibt es jetzt eigentlich auch nicht zu sagen. Ich weiß ja nicht, ich glaube, die Frameszahl müsstet ihr nicht sehen, aber ich habe konstant 60 Frames, das finde ich sehr gut. Ich hatte nämlich früher einen alten PC, einen Laptop. Der war richtig behindert, da habe ich so gut wie gar nichts drauf spielen können. Ich denke, ich werde ein Ranked. Ich denke, ich werde ein paar Rankeds machen. So, Weg. Ich bin übrigens noch unranked. Also noch richtig so schlecht so. Noch voll der Noob. Aber hey, es gibt für alles einen Anfang, oder? League of Legends. Ich denke, hier könnten wir auch mal so. Ich weiß nicht, ob ihr Grand Fantasia habt. Müsst ihr mal einfach in die Kommentare schauen, ob ihr Grand Fantasia oder League of Legends habt. Und dann wäre es auch cool, wenn ihr Skype oder Teamspeak habt. Also, ich habe Teamspeak, ich weiß genau. Ja, Sebi hat auch Teamspeak. Dann können wir irgendwie das so machen oder so. Und da können wir uns ja zusammenschreiben. Ich habe einen Twitter-Account, es wird alles hoffentlich in der Beschreibung verlinkt. Ich hoffe, ich tue das oder Sebi. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, einer von uns zwei tut das. Wenn nicht, tut es mir sehr leid. Ich werde euch auch sagen, von wem diese Musik ist. Also es wird alles in die Beschreibung verlinkt, geschrieben. Na, ihr wisst schon. Ja, ich sag ja gar nichts dazu. Ja, Level 3, wie spät ist es? Okay, haben wir noch ein bisschen. Also ich finde, nächstes Mal muss ich mir wirklich einen Timer machen oder so ein ne? Ich habe jetzt gar nichts. Hey, deshalb. Oh mein Gott, sie haben alles verändert. Die Quests sind viel kürzer. Früher hat man nämlich von denen nämlich jeweils 10 töten müssen. Also sie haben echt einiges jetzt gerade in Grand Fantasy verändert. Das hätte ich mir nicht gedacht, denn so klein wie das Update gewesen ist bei mir, bin ich jetzt echt erstaunt. Also die Grafik ist halt so eher kindlicher gehalten. Also falls euch das nicht gefällt, könnt ihr es auch in die Kommentare schreiben, Dislike, Like, whatever. Oder hört einfach auf, das Let's Play zu gucken. Mich würde es wundern, wenn das überhaupt ein paar Menschen gucken werden. Aber ich denke, das wird genau, das werden, nein, das werden so gut wie keine Menschen sich ansehen, antun. Denn ich und dieses Let's Play, scheint gleich wie Pi mal Daumen. Ja, genau, ja. Oh ja. Also die erste Folge wird eher, das ist ja eigentlich so ein bisschen Info, Pimmel, blablablub. Ich weiß nicht, also, ne? Ich weiß nicht, ihr könnt auch mal sagen, ich denke, Sebi wird den nicht sogar mit Facecam machen, das wird richtig witzig. Sieht er mal seine Scheißfresse.
Okay, das, also, falls ihr euch denkt, oh, warum beleidigen die sich, ich werde die mögen sich ja gar nicht, ist eine Lüge. Denn das ist bei uns immer nur Spaß, wir beleidigen uns manchmal einfach nur so. Also, weil wir ein bisschen Frust haben und so, aber. Und so, ich sag halt, echt sehr oft und so. Nein, manchmal ist man echt ein bisschen angefressen auf irgendwas und da muss man ein bisschen Druck ablassen, Dampf ablassen, würde ich sagen. Das hätte ja voller Sinn ergeben, nein. Ein bisschen Druck ablassen und. Oder man hat ein bisschen Frust auf den anderen, dann beleidigt man sich ein bisschen, aber bei uns ist das nie wirklich ernst gemeint. Also denkt euch nichts, wenn wir uns manchmal so ein bisschen beleidigen. Ich finde das recht witzig. Ja, fragt mich was. Los. Schreibt jetzt in die Kommentare. Ich denke, wir werden auch ein paar Livestreams demnächst machen. Ich weiß nicht, wann der nächste ist. Also. Let's Play, also eigentlich war Oblivion Let's Play angekündigt, das habe ich dann aber keinen Bock mehr gehabt. Dann war jetzt John Fatasia, ja, das habe ich mega lange hinausgezögert, einfach weil ich keinen Bock hatte, einfach jetzt den ganzen Scheiß aufzunehmen und so. Aber hey, jetzt habe ich es aufgenommen. Ich bin gerade am Aufnehmen und ich habe gerade einen Crit gelandet und wir sind Level 5. Das ist sehr gut. Ja. Also die Anfangsinsel, ich weiß nicht, ob ich die Anfangsinsel in ein Part machen werde. Ich denke aber eher nicht. Nee, nee, die werde ich schon unterteilen. Ich denke, ja, jetzt will ich dann, ja, nee, 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 nee. Ja, denkt euch nicht, ich bin ein bisschen crazy. Mann, wo muss ich jetzt hin? Ich bin gerade wirklich. Oh, Mann. Also, wie ihr seht, Bücher, also nicht solche Bücher, sondern geschlossene Bücher, zeigen uns an, dass wir hier noch eine Quest haben. Und solche Goldsäcke, ja, zeigen, dass die Quest vollendet ist. Und wenn wir eine Quest angenommen haben und hier ist ein Nicht-Gold, also ein recht ausgegrauter Sack drüber. Mein Gott, das Wort Sack, ne? Dann heißt es, dass wir bei diesen Menschen eine Quest offen haben, aber sie noch nicht beendet haben. Aber das könnten wir auch einfach hier einsehen und hier steht fertig und so. Und das ist eigentlich auch recht okay, finde ich. Oh, jetzt habe ich, denke ich, verschwende gerade echt wieder Erfahrungspunkte. Das ist Zeit und Zeit ist nicht gut. Ja. Also ich kann nicht versprechen, dass die Parts regelmäßig kommen werden. Die werden eher so ein bisschen, ne? Ich weiß es ohne. Ich weiß es. Blah. Stotter, stotter, stotter. Ich weiß es wirklich nicht, ob ich. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich habe schon wieder verdrängt. Nein, ich weiß nicht, in welchen Abständen die Parts kommen werden. Ich weiß nicht wann. Das werde ich noch alles viel genauer machen. Ich denke, beim nächsten Part werde ich das wissen oder euch dann schon gesagt haben oder so. Oder irgendwie so. Ja, egal. Aber jetzt werde ich noch, glaube ich, die Quest abgeben und dass wir wirklich Jäger sind. Und dann war es das auch schon mit dem Part. Also noch nicht jetzt, sondern stresst mich nicht. Ich weiß nämlich, jetzt habe ich zum Beispiel keine Ahnung, wie lang der Part ist. Falls er kürzer wie 20 Minuten ist, tut es mir leid. Falls er länger ist, dann viel Spaß. Dann tut es mir für mich leid, denn ich muss jetzt auch noch rendern und alles. Pfad des Jägers. Wir werden. Oh! Es gibt so viel neues Zeug. Tut mir leid, ich will. Ich, oh! 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 What the fuck? Ich bin gerade nur. What the fuck? Wie cool! Wir sind ja nun voll die ganzen Fähigkeiten. What the fuck? Das habe ich noch nie. Denn. Oh! Oh! Tut mir leid, Leute. Es. Tut mir leid. Oh, Leute! Bitte schlagt mich nicht. Was ist das? Anleitung. Schussspezialist. Oh mein Gott. Scharfschütz. Oh mein Gott. Sie haben das einfach so gut gemacht. Ich bin. Oh, sie haben das so gut gemacht. Danke, Aeria. Also, das kann ich eigentlich auch mal sagen. Das Spiel ist von Aeria. Und ja. Oh, jetzt habe ich eigentlich die Quest abgegeben. Ich wollte eigentlich den Part beenden. Ja, dann werde ich euch jetzt richtig ärgern.
Und jetzt hier, okay, wir haben einen Bogen, den werde ich jetzt auch schnell ausrüsten, einfach weil ich dreist bin. Und dass ihr seht, wie ein Bogen bei mir aussieht. Ich denke, Y war das, oder? Ja, Y. Das ist der Anfangsbogen. Und das bin ich. Natürlich weiblich. Oh, ich kann über den Rock gucken. Nein, Tobias böse. Das ist mein Puck. Und wir sagen, also, wir sagen, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen, Leute. Daumen hoch würde mich freuen. Viele Klicks. Seht auf unserem Kanal vorbei. Abo und so weiter. Reiner Bullshit. Und dann ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.